Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Schuss in einer neuen Folge Anno 1800. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinen Kanal. So, Kohleproblem vorerst gelöst in der letzten Folge. Ich habe ein bisschen laufen lassen und wo ist sie denn? Bevor ich hier was Falsches sage. Fenster geht hoch, Kohle da. Das geht dementsprechend auch höher, das ist schon mal gut. Aber jetzt haben wir das Problem, jetzt haben wir hier Arbeitermangel. Und da müssen wir uns als nächstes dran setzen, dass hier die Produktion anläuft. Dazu braucht man mehr Brot etc. Ihrer Fabriken. Das ist nicht schlimm, da geht die Feuerwehr hin. Ja, nee, wir wollen jetzt hier mal ein bisschen gucken, dass wir hier noch was reißen können. Also bleibt mal dran. Ja, als allererstes eine Handvoll Blüten. Könnten wir hier, glaube ich, noch mal so ein Ding hinsetzen. Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Ach, gar kein Interesse daran, um echt zu sein. Idealerweise hält man seine Versprechen. Ich habe nichts versprochen. So. Na, mal so. Problem, Gegensatz? Ach nee, da gehen, glaube ich, nur die Bauern mit. Die Flammen wurden gelöscht. So, wir brauchen aber noch mehr. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Der fehlt an Arbeit dann. Die, ja, die kommen ja auch nicht durch. Wurde beendet. Und dadurch fehlt's. Das hier ist Schnappes, das ist Hopfen. Also mehr Hopfen fürs Land. Der ist hier. Ich plane ich mal hier auch nochmal hinein. Immer planen. Schiff unter Beschuss. Mal die mal so. So, wo ist schon wieder ein Schiff hier am Angriff? Alles cool. Der Vorhang ist gefallen. Mal sehen, ob wir profitabel waren. Gucken, ob es sich gleich gelohnt hat. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Ja, machen wir nur bis da. Wird das natürlich auch voll auskosten. So, da habe ich die Straße noch. Okay, dann setzen wir die hier auch mal rum. Relativ gleich so nach dem Motto. Ah, I understand. Okay, da muss ich auch mal nachjustieren. So. Okay, jetzt kommt's hin. Da fehlt noch ein bisschen. Da ist nur eine andere Aufteilung, würde ich mal meinen. Von mir aus freigegeben. Ziemlich doof. Dürfte ich Ihnen diesen Überraus Architekturausstellung endet. Stadt in Feuerfest. Zigarren ausgegangen. Immer diese Ich danke Ihnen für das Vertrauen, Direktor. Gut, da machst du nichts, was das Land angeht. Ist halt so. Okay.
ein bisschen Hopfen. Oh, jetzt müssen wir noch irgendwo Plätzchen finden für mehr Getreide. Noch mehr Getreide. Oder ich packe hier auch noch eine Bahn hin, dann wird das ja auch noch mal alles angeschoben, ne? Ach nee, guck mal, die haben Schiff das gar unter nicht. Beschuss. Mehl ist es alles unten. Ich habe immer Angst, dass die da mit reinrennen. Okay. Eventuell könnte ich hier noch mal ein paar Getreidefarmen reinpflanzen. Schiff vom Stapel gelaufen. Gelitt. Wir probieren es einfach mal, ne? Entschuldigung, meine Stimme kratzt ein bisschen. Na, alle kriegen wir wahrscheinlich nicht da reingepflanzt. Ah, die meisten auf jeden Fall. Schiff unter Beschuss. So, brauchen wir diesen Weg eigentlich? Ich würde sagen, nein. So, besser geht's nicht. In der Hoffnung natürlich, dass das was bringt. Boah, hier hätte ich sogar 4 Kohlebergwerke, ne? Mal gucken, vielleicht hauen wir ja auch noch irgendwann mal Strom rein. Die Strecken sind da. Da zumindest, hier haben wir sie jetzt weniger drauf. Personal zusammen. Ich könnte hier höchstens noch mal ein bisschen upgraden. Das Problem ist, der ganze Fisch, den habe ich extra jetzt abgeschafft, weil der ging mir hier tierisch auf den Zeiger. Hat mir vieles kaputt gemacht. Muss ich wohl noch mal eine Handelsroute für Fisch machen. Weil der ist abnehmend aktuell. So 171, das wird sich ja gleich wieder steigern, sobald das hier auch wieder in Gang kommt. Ich gucke jetzt erstmal hier. Hier war ich nämlich schon mal dran mit den Schweinen. Schweine gehen auch schon gut klar. Schiff unter Beschuss. Auf jeden Fall auch noch mal was reißen. Es gab da ein schreckliches Missverständnis. Und jetzt brauche ich wirklich deine Unterstützung. Warum? Warum immer ich? Ich habe keine Dings hier. Krieg gegen sie ist eine todsichere Investition. So, ich brauche keinen Krieg. Sie können ihr Büßergewand wieder ablegen.
Meine Baute, 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 da. Jede Wette, das saß. Wissen Sie, ich komme auch ohne Aufregung gut zurecht. Schieben wir dich mal hier rüber. Schiff unter Beschuss. Das läuft zumindest mal hier 1500. Steigend. So, mal gucken, was hat das hier gebracht? Erwartungen sind hoffentlich gerechtfertigt. Dampfwagenfabriken. Es mangelt an Arbeitskraft. Ja, ich bin ja dran. Das haben wir noch oben. Ich muss gucken, dass hier alles oben bleibt. Räder kommen, Brillen sind da, Lampen sind da jetzt mittlerweile, Autos sind auch im Kommen. So, jetzt nur noch die neue Welt natürlich. Die kackt noch richtig ab. Flachkreuzer bereit! Wobei, eins mit drin. Vollgetankt, unterwegs. Ich nehm doch dich. Halt! Schiff unter Beschuss. Das war eine Schiffe in Ruhe, ey. Kann doch nicht wahr sein. Guck mal, die lauern hier richtig, die Schweine. Hier haben wir zwei, fahren wir einmal hier hin. Es mangelt an Arbeitskraft. Naja, immer mit Ruhe. Kommt. Zum Horizont! So, Schweinefarm. Mehr Schweine fürs Land. So. Muss ja nicht ganz synchron sein. So. Was ist das hier nämlich hin? Und so. Seifen ist nicht mehr so ganz okay. Da müssen wir auch nochmal nachjustieren. Alle in die Brüche, ne? Jetzt wird hier Stahl für mehr. So, machen wir das mal so. Mehr Druck im Kessel. Ich bin dran, Jungs, ich bin dran. Schiff unter Beschuss. So, was haben wir jetzt hier an Items für Brot und andere Utensilien? Nicht jedes Risiko zahlt sich aus. Boah, da könnte ich so viel machen, ne? Epische Forschung. Schiff vom Stapel gelaufen. Plus extra Module, die wir jetzt nicht haben, die wollte ich einmal mitnehmen. Da habe ich schon voll geschüttelt. Na, fahr du erstmal hier hoch. Das Wasser schäumt, Admiral.
Deck bereit machen. So. Hier ist ein Betrieb, ey. Wahnsinn. Am Ende bist du doch keiner von uns. Na, guck mal, Nähmaschinen laufen auch super mittlerweile. Ich hab mal alles da. Wie sieht's aus mit den Nähmaschinen? Wenn man noch abnehmen, dann können wir uns auch mal drum nennen. Neue Befehle? Ey, das ist hier nur ein Zickzack hin und her gemache. Wenn du die volle Leistung haben willst, den könnte ich höchstens runter mal bringen. Also, dich wollte ich noch mitnehmen. Müll nehmen wir nochmal mit. Ey, ich hab Plus. Wahnsinn. So, hier habe ich einen für Farmen. Und die Brauereien. Kann ich überhaupt das Ding bauen? Ist gerade Plus. Kann ich noch was upgraden? Kaffee fehlt. Da fehlt Schokolade. Zigarren. Ach, leg mich doch. Ich könnte höchstens ein Schiff aufgeben, gerade mal eine Produktion. Und so, damit könnte Schiff unter Beschuss. Dich jetzt den hier bauen. Auf dem Weg. Ist ja Gott sei Dank nicht so weit. So. Hopfen. Hatte ich genial, ne? Die sind jetzt alle mit mehr Leistung. Kriegen wir da noch was raus? Kreuzer bereit! Das ist eine gute Frage. Noch mehr Getreide. Tierhöfe, Getreide farmen. Getreidefarm, das ist doch dämlich. Hier können wir dann höchstens nochmal eine Handelskammer machen, um das auch nochmal aufzubauschen. Da jetzt sind wir eher dran, sag ich mal, das Getreide zu steigern. Das Brot steigert sich dadurch. Ja, hier den könnte ich echt nochmal anschmeißen, weil da hätte ich die Mühlen nochmal drin. Doch, ich glaube, das klingt ganz gut. Wie sieht das Material aus? Aber machen wir alles nächste Folge wahrscheinlich. Weil hier ist langsam empty, ey. Da habe ich noch ein Plätzchen frei. Zählst du als Brauerei? Jawohl! Guck mal hier die Kohle, 92k. Ich brauche mehr Bewohner, ich brauche mehr Punkte. Ja, wieder nur der doofe Kaffee. Aber gut, kümmern wir uns nächste Folge mal in aller Ruhe drum. Das soll es für heute gewesen sein. Alles im Lot, sage ich mal. Ich fehlt immer noch die Wurst.
Das ist schon mehr geworden. Warte, wo ist mein Brot? Gleiches Spiel, ist schon mehr geworden. Aber das kriegen wir noch mehr gesteuert. Ich sag mal Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.